Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wird sie dem Jahr 2020 auch nur eine Träne nachweinen? Auch wenn die meisten jetzt laut Nein rufen, wurde selbst dieses Jahr immer wieder mal Grund zur Freude. Ein paar Beispiele. Wir setzen den Bürgerentscheid vom Mai 2017 weiter um. Im November haben wir die Bauarbeiten am Husumer Klinikum bekommen. Im Oktober fand der erste Spatenstich für den Ausbau der B5 statt. Für den ersten Bauabschnitt besteht inzwischen sogar Baurecht. Im Juli haben wir das Rufbussystem überarbeitet und dabei wesentlich verbessert. Im März ging unsere Jugendberufsagentur an den Start. Sie unterstützt Jugendliche in der manchmal schwierigen Übergangsphase zwischen Schule und Beruf. Zu Jahresbeginn konnten wir auf 15 Jahre kommunale Arbeitsverwaltung zurückblicken. Seit 2005 gibt es die 7 nordfriesischen Sozialzentren. Dort bündeln Kommunen und Kreis nach der Devise alle Leistungen aus einer Hand, ihre sozialen Leistungen, um den Bürgerinnen und Bürgern lange Wege zu ersparen. Wäre es nicht schön, wenn unsere Zusammenfassung des Jahres an dieser Stelle enden könnte? Schön wäre es vielleicht, aber nicht ehrlich. Denn natürlich dürfen auch die weniger erfreulichen Ereignisse der letzten Monate nicht verschwiegen werden. So müssen wir uns seit November wieder mit der Eindämmung der Geflügelpest befassen. Sie rafft innerhalb weniger Tage Wildvögel in vierstelliger Anzahl dahin und erreichte dann schnell den ersten Hausgeflügelbestand. Wir hoffen, dass das landesweite Aufstallungsgebot und die penible Befolgung der vorgeschriebenen Biosicherheitsmaßnahmen der Krankheit ein baldiges Ende bereiten. Wenig Grund zur Freude haben auch die Sylt-Pendler und die Wirtschaftsbetriebe der Inseln, die ja auf sie angewiesen sind. Die Serie von Pleiten, Pech und Pannen auf der Marschbahn reißt nicht ab. Immer wieder mahnen auch wir umgehende Verbesserung an. Aber das Heft des Handelns liegt bei anderen. Sie mühen sich zwar, doch der durchschlagende Erfolg steht noch aus. Wir bleiben an dem Thema dran, denn es ist absolut unerträglich, dass ein so wichtiger Teilbereich der Daseinsvorsorge in einem hochtechnologisierten Land wie Deutschland über so viele Jahre hinweg nicht funktioniert. Kein Rückblick auf das Jahr 2020 kommt ohne das Thema aus, das uns seit März beschäftigt wie kein anderes. Die Corona-Pandemie hat uns vor Augen geführt, wie verwundbar, wie verletzlich wir alle sind und wie leicht unser aller Leben außer Tritt geraten kann. Kaum jemand hat ernsthaft mit einer Krankheit gerechnet, die so plötzlich weltweit auftritt und das Potenzial besitzt, Intensivstationen von Kliniken so zu überlasten, dass Ärztinnen und Ärzte tagtäglich entscheiden müssen, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird und für wen die Kapazitäten nicht ausreichen. Bisher ist es in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern gelungen, es nicht so weit kommen zu lassen. Sie, Ihre Freunde, wir leisten gemeinsam unseren Beitrag, damit es auch in Zukunft nicht dazu kommt. Denn wir sind dem Virus nicht hilflos ausgeliefert, sondern können das Ansteckungsrisiko selbst minimieren, indem wir die bekannten Hygiene, die Abstandsregeln einhalten. Dass die weitaus meisten von uns sie beherzigen, hat in Nordfriesland zu einer Ansteckungsrate geführt, die derzeit deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. Für Ihren persönlichen Beitrag zu diesem Erfolg danken wir Ihnen, liebe Bürgerinnen und Bürger, ganz herzlich. Ein großer Dank gebührt auch den vielen, die in der Krise teils Übermenschliches geleistet haben. Sei es in der Pflege, in den Kliniken und Arztpraxen, in den Seniorenheimen, im Gesundheitsamt, im Einzelhandel, in den Schulen, Kitas und in vielen anderen Bereichen. Sie alle haben bewiesen, dass unsere Gesellschaft auch unter Druck zusammenhält. Dazu gehört es ebenso, dass die Bundeswehr, das Robert-Koch-Institut und auch der medizinische Dienst der Krankenkassen die überstrapazierten Gesundheitsämter an vielen Orten, auch bei uns hier in Nordfriesland, mit eigenem Personal unterstützen. Glücklicherweise zeichnet sich zaghaft ein Silberstreif im Horizont ab. Die Impfstoffe, die bald auf den Markt kommen, machen uns allen Hoffnung. Doch wollen wir einfach nur zurück in unser altes Leben? Soll es nicht unser Ziel sein, ein bewussteres Leben
und einen bewussteren Umgang miteinander zu finden. Die Krise hat uns gelehrt, dass wir Kontakte zu anderen Menschen nicht als selbstverständlich ansehen dürfen, dass wir Umarmung nicht als selbstverständlich ansehen können. Sie hat die Bedeutung unserer Kitas und Schulen noch einmal mehr hervorgehoben, die weit über die Aufgaben der Wissensvermittlung hinausgehen. Die Krise hat dazu geführt, dass viele den Pflegekräften mit mehr Respekt und Wertschätzung entgegentreten. Sie hat uns gezeigt, wie wichtig die Gastronomie und der Einzelhandel vor Ort für uns alle sind. Und die Krise hat uns klargemacht, dass es nicht erstrebenswert ist, immer neue Superlative erreichen zu wollen. Das Motto höher, schneller, weiter mag im Sport noch seine Berechtigung haben. Aber seine Verwendung in anderen Zusammenhängen gehört ins vergangene Jahrhundert. Und sie hat uns einmal mehr die Augen dafür geöffnet, wie schön wir es hier bei uns im Land zwischen den Meeren in unserem wunderschönen Nordfriesland haben. Und wie dankbar wir allein dafür sein können, wenn wir das Glück haben, gesund zu sein. All das sind Lektionen, die wir im Gedächtnis bewahren sollten, wenn die Corona-Krise zum Ende nächsten Jahres hoffentlich überwunden sein wird. In diesem Sinne wünschen Kreispräsident Manfred Öckermann und ich Ihnen allen, auch im Namen der Mitglieder des Nordfriesischen Kreistages und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, einen guten Rutsch in ein neues Jahr. Ein neues Jahr, das mit größter Sicherheit besser sein wird als das vergangene. Bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht Ihren Mut und Ihre Zuversicht.